So, eine Geschichte geht sich noch aus heute. Und zwar die Geschichte über die Zitrone. Die Geschichte über die Zitrone soll aufzeigen, wie wir Energetiker mit dem Unbewussten arbeiten, wie wir mit der Seele arbeiten und wie wir mit der Seele oder mit Hilfe der Seele Probleme lösen können, die wir in unserem Leben haben. Und zwar kennt ihr das sicher, wenn wir uns eine Zitrone vorstellen, so aber richtig gut vorstellen, also bildlich vorstellen, uns den Geschmack vorstellen, die grelle gelbe Farbe. Ja? Wenn wir das jetzt eine Weile tun würden und uns vorstellen, wir schneiden da hinein und der Saft rinnt heraus oder wir beißen hinein und der Saft kommt auf unsere Zunge, dann werden wir mit der Zeit sagen, ah, mir rinnt der Speichel im Mund zusammen. Ja? Ich glaube, das kennt jeder von uns, haben wir als Kinder vielleicht schon einmal probiert, ist lustig. Aber jetzt denken wir mal aus energetischer Sicht darüber nach, was passiert da? Eine Zitrone, die gar nicht da ist, habe ich jetzt halt nur so erfunden. Ja? Ich habe mir nur ein Bild von ihr gemacht, sie war ja nicht wirklich da. Erzeugt einen Speichel, der aber schon da ist. Den Speichel, der ist echt, den kann ich jedem zeigen. Schau, der Speichel ist wirklich da. Das heißt, dass etwas Unechtes, wenn ich es sehr echt meiner Seele präsentiere, oder meinem Unterbewusstsein, wie auch immer, dann reagiert das darauf und erzeugt im Körper etwas. Jetzt stellt euch einmal vor, was diese Entdeckung bewirkt. Wir wissen ja, dass auch unsere Selbstheilungskräfte im Unbewussten liegen. Ja? Wenn sie uns bewusst wären, könnten sie wir ja jederzeit einschalten. Sie sind uns nicht bewusst, sie liegen im Unbewussten. Wenn wir jetzt unser Unbewusstes aber dazu bringen können, die Selbstheilungskräfte einzuschalten, dann tut es das. Das Unbewusste ist sehr lieb zu uns, ja. Wir wissen nur nicht, wie wir mit ihm in Kontakt treten können und wie wir ihm sagen können, was wir von ihm wollen. Wenn uns das aber gelingt, deswegen gibt es auch so viele Heilungssysteme oder wie man das nennen soll, so viele Techniken, spirituelle Techniken in der Welt und auf dem Markt. Diese Techniken dienen eigentlich alle nur dazu, wie komme ich mit diesem Unterbewusstsein in Kontakt, sodass es mir zuhört und eventuell auch das tut, was ich gerne möchte. Natürlich meine ich jetzt aus der Beobachterposition, ja. wenn man vielleicht körperlich irgendetwas hat und mit den Selbstheilungskräften arbeiten könnte. Ich muss immer dazu sagen, weil das ist jetzt ein öffentliches Video, ich bin kein Arzt und ich meine das jetzt nicht als ärztliche Therapie. Ja. Also diese Sachen bitte beim Arzt machen, ich bin Energetikerin und hier geht es um Energien. So. Das ist ganz wichtig, das immer abzuklären, damit da keine Missverständnisse entstehen. Aber was gibt es da für Möglichkeiten? Stellt euch das einmal vor. Es passiert sehr oft in den Sitzungen, wenn wir mit Energien arbeiten, dass wir eine Situation in unserem Leben, die uns auch traumatisiert hat, ja, in der Kindheit, die uns nicht gefallen hat und die uns bewusst ist, vielleicht hat man Psychotherapie gemacht und weiß genau, aha, ich habe damals ein Trauma erlebt und daher bin ich jetzt so, wie ich bin und reagiere ich so, wie ich bin. Aber was dann? Ja, dann könnte man eben energetisch weiterarbeiten und zu versuchen, eine Situation zu schaffen, die das Unterbewusstsein mir glaubt, genauso wie es mir das Bild der Zitrone glaubt. Und ich muss dabei das ganz, ganz echt machen, mit allen Sinnen, wenn es möglich ist. Ja, die Situation einfach umzuschreiben, als ob ich ein Filmregisseur wäre. Und jetzt beschreibe ich euch bereits die Arbeit, die ich eigentlich mit den Klienten mache und die ich liebe, weil sie sehr schnell wirkt. Das Unterbewusstsein zeigt sofort, ob es mir das geglaubt hat oder nicht, diese neue Situation, die ich ihm da vorstelle. Da gibt es ganz besondere Kennzeichen, damit man das sofort weiß. Wenn es mir das nicht geglaubt hat, wenn es nicht glaubwürdig bin, dann wird das gar nichts bewirken. Ja, dann stehe ich auf und gehe so nach Hause, wie ich gekommen bin. Aber das liegt ihm dann am Energetiker, dass er die Situation so baut, dann eben was Neues probiert und so weiter, bis er dann etwas hat, dass das Unterbewusstsein plötzlich glaubt. Und dann wird das Unterbewusstsein dafür sorgen, dass wir wieder heil und gesund werden, bitte im energetischen Sinne. Ich muss das immer dazu sagen, damit man da keine Schwierigkeiten bekommt mit den Ärzten. Alles, was zur Gesundheit gehört, bitte gehört auch zum Arzt. In diesem Sinne, oder zum Psychotherapeuten oder, oder,
oder Psychologen, Psychiater, wo auch immer. Ja. Aber gewisse Probleme, die eben schon erkannt worden sind und wo man vielleicht dort nicht weiterkommt, kann man dann energetisch bearbeiten. Und das ist eben ein Thema, das mich sehr interessiert und was ich auch mache. Und es ist spannend zu sehen, wie das im Unterbewusstsein wirkt. Also es zeigt anhand von Symbolen, dass es dann das verstanden hat oder nicht. Ich kann euch ein Beispiel geben zum näheren Verständnis. Also wir waren, als wir im Unterbewusstsein, im Unbewussten gereist sind mit dem Klienten. Es reist immer der Klient, nicht ich. Ich darf ihn begleiten. Aber es macht alles der Klient selbst. Ja. Also ich bin da nicht in diesem Sinne ein Hellseher, dass ich sage, bei dir in der Seele ist dies und jenes, sondern die Klienten sehen das selbst und erleben das selbst. Was ja dann auch nachhaltiger ist, ja, was auch schöner ist, weil man dann auch gleich die schönen Energien auch selber spürt. Na, und da war eine Situation, wo eine Klientin, ich darf das auch erzählen, aber ich sage halt keinen Namen dazu, wo eine Klientin plötzlich in der Erinnerung ihrer Jugend war, wo sie mit der Großmutter in der Küche gesessen ist und das waren halt sehr schöne Erlebnisse und sie hat dieses schöne Gefühl wieder gehabt und das liebt man ja, wenn man in diesen schönen Gefühlen drinnen ist und sich da gehen lässt in diesen Empfindungen, in diesen tieferen Empfindungen. Und plötzlich hat das Ganze, die Oma von dieser Klientin war verstorben, und plötzlich hat das Ganze eine Eigendynamik entwickelt. Also nicht, es war dann plötzlich nicht mehr nur die Erinnerung von der Oma, sondern das hat plötzlich sich verselbstständigt. Also plötzlich hat die Oma begonnen zu sprechen und zu ihr und hat ihr einige, beziehungsweise sie hat zur Oma gesprochen und konnte sich noch von ihr verabschieden und ihr alles sagen, was sie ihr nicht mehr sagen hat können. Das war für die Klientin sehr erleichternd. Und man spürt in diesem Moment, dass es echt ist, weil das Verrückte, das jetzt kommt, was ich da jetzt einfach so behaupte, weil ich eine verrückte Energetikerin bin, ist, dass wir ja mit den Seelen der anderen verbunden sind und dass diese Erlebnisse dann ja echt sind, soweit man das als echt bezeichnen kann. Ja. Weil für die Seele macht es keinen Unterschied, wenn das jetzt die Seele ist, hat sie ja mal 80 Jahre einen Körper drüber, ja, dann ist der Körper weg, die Seele ist im Jenseits, dann irgendwann wird sie wieder geboren, es kommt wieder ein Körper drüber, aber für die Seele ist das kein Unterschied. Also da ist alles gespeichert von unseren vergangenen Leben, die wir haben und wir sind alle miteinander verbunden und wir sind daher auch mit den Seelen aus dem Jenseits verbunden, weil das Jenseits existiert ja eigentlich nur in unserem Kopf wieder mal, der diese Trennungen braucht, der Raum und Zeit da mit einbaut, während die Seele das ja gar nicht so empfindet. Und da kann es eben sehr gut passieren, wenn das manche Klienten richtig da gut abschalten können, dass das diese Eigendynamik entwickelt. Klappt nicht bei jedem, muss ich dazu sagen, aber da hat es halt geklappt. Und als ich dann der Klientin gesagt habe, na, dann verabschiede dich von deiner Oma, du hast da jetzt alles sagen können, was du wolltest, nicht? War es dann so, dass die Oma einfach nicht gegangen ist. Und das sind dann so kleine Zeichen, ja, vom Unterbewusstsein, dass da noch was ist. Da gehört noch etwas geklärt, da ist noch nicht alles geklärt. Ja. Und das teilt es dann einfach mit Hilfe dieser Symbolen mit Hilfe dieser Symbole mit oder der Figuren, die gerade da sind, wie in diesem Fall die Großmutter. Und dann habe ich gefragt, naja, ist sie böse oder was hat sie für einen Gesichtsausdruck? Nein, nein, sie schaut ganz freundlich. Na, winke mal und sage auf Wiedersehen. Ja, ja, sie winkt auch, aber sie geht nicht. Das war, als mir das erste Mal passiert ist, dass wir Kontakt mit dem Jenseits hatten, ja, und ich durfte da Zeuge sein. Das war sehr, sehr spannend für mich, weil mir bewusst geworden ist, hoppla, das ist aber jetzt ein bisschen eine andere Dimension, wo wir da hineingerutscht sind. Und dann habe ich ihr geraten, na, dann frag deine Oma mal, vielleicht möchte sie dir etwas sagen. Und tatsächlich war es dann so, dass die Oma ihr etwas gesagt hat, was ich jetzt nicht hier weitergeben möchte. Und das war für die Klientin sehr, sehr wichtig. Das hat dazu getragen, dass sie ihren seelischen Frieden gefunden hat und hat ihr im echten Leben jetzt dann nach der Sitzung also wirklich sehr, sehr viel geholfen. Es sind auch Tränen geflossen, Tränen der Freude und so weiter. Und dann, nachdem das geschehen ist, als ich dann gesagt habe, gut, dann verabschiede dich jetzt von deiner Oma, dann hat es geklappt. Dann hat die Oma winke, winke und entweder werden sie dann kleiner und sind weg oder sie gehen oder die Klientin hat das Gefühl, sie wird nach hinten gezogen. Auf verschiedenste Arten passiert das dann, aber damit teilt das Unterbewusstsein weg, jetzt ist es erst geklärt, jetzt ist es erledigt, jetzt bist du wieder heil, unter Anführungszeichen, ja, also aus energetischer Sicht gesehen.
jetzt ist es wieder heil im Inneren, jetzt fühle ich mich wieder wohl, jetzt fühle ich mich wieder gut. Und kann natürlich auch körperliche Auswirkungen haben, das ist ganz klar, das kennt man ja auch aus der Psychotherapie, dass sich gewisse Sachen körperlich auswirken können, seelische Sachen. Ne? So, das war die Geschichte, die ich euch für heute erzählen wollte, die Geschichte der Zitrone. Wenn man jetzt aber aufwacht aus dieser Sitzung, wo der Kopf in so einer Art Beobachterposition war, fällt dem Kopf das Ganze wieder ein, und wenn man sich dann mit dem Kopf identifiziert, deshalb habe ich euch im vorigen Video gesagt, wie wichtig es ist, sich bewusst zu machen, dass man sich mit dem Kopf nicht identifizieren soll. Wenn man das vergisst, stürzt der Kopf voller Wucht auf uns ein. Das ist ja nicht echt, das war ja ein Blödsinn, das hast du eingebildet, das hast von da empfangen, von dort empfangen, und tausende Sachen, die er gelesen hat, alle Ausreden, die ihm einfallen, wieder verwenden, um dir zu sagen, dass das nicht echt ist. Und er würde deine ganzen herrlichen Empfindungen, Gefühle und auch Heilvorgänge wieder zerstören und rückgängig machen. Ja, der Kopf kennt da kein Erbarmen. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, den Klienten in einem Vorgespräch auch zu sagen, wie wichtig es ist, sich nicht mit dem Kopf zu identifizieren, sondern in dem Moment, wenn so etwas passiert, kann man dem Kopf sagen, man ist ja gerade in der Beobachterposition, deswegen kann man mit ihm reden, ja, kann man ihm sagen, lieber Kopf, ja, nehmen wir mal an, ich war krank und habe dringend Speichel gebraucht. Und wir haben jetzt diese Sitzung gemacht, alles künstlich erzeugt, wurscht. Aber auch wenn die Zitrone nicht echt ist, der Speichel ist da. Das heißt, ich habe jetzt einen Speichel im Mund, ich bin wieder gesund. Ich war krank, weil ich keine gehabt habe, jetzt bin ich gesund, weil er wieder da ist. Nennen wir das jetzt einmal so. Und diese Kraft und Überzeugung muss man dann haben, dass man dem Kopf sagt, das ist mir wurscht, ob die Zitrone jetzt echt ist oder nicht, oder ob das aus dem kollektiven Bewusstsein war oder eine Hysterie war oder was auch immer. Das ist mir wurscht. Mir ging es darum, den Speichel zu haben, und den habe ich. Deswegen ist dieses Beispiel mit der Zitrone so wichtig, weil durch dieses Beispiel bekommt man die Kraft und die Überzeugung, sich nicht in den Kopf hineinziehen zu lassen, wenn man gerade so eine schöne Sitzung gehabt hat, die sich auf das gesamte Leben dann positiv auswirken wird. Und wenn man den Kopf immer wieder daran erinnert, dann wird er das auch mit der Zeit aufnehmen und wird dann als neue, sagen wir mal, als neue Technik, was auch immer, wird er das akzeptieren und wird sich mit der Zeit nicht mehr so wehren dagegen. Und dann gehen diese Dinge natürlich immer einfacher, da kann man immer tiefer gehen, und so kann man den Fortschritt der Seele, die Evolution der Seele beschleunigen, mit so kleinen, einfachen Tricks. Das war die Geschichte von der Zitrone. Tschüss!